Ob es ein sonniger Tag war, dieser 22. September in Kassel? Ich weiß es nicht. Schließlich war es mein erster Tag auf der Welt. Wir wohnten in der Unterneustadt. Meine Eltern, meine drei Schwestern und ich. Ich ging gern zur Schule. Leider nicht so lange, wie ich es wollte. Ich musste arbeiten gehen und dann... Dann begann der Erste Weltkrieg. 1918 errangen wir Frauen endlich das Wahlrecht. Und vieles schien plötzlich möglich. Ich lernte Adam kennen. Er war intelligent und politisch engagiert. Ich trat wie er in die Sozialdemokratische Partei ein. Und wir heirateten. Schnell wurde mir klar, dass ich nur mit Studium die Chance hätte, politisch etwas zu bewegen. Also holte ich, 30-jährige Mutter von zwei Söhnen, mein Abitur nach und studierte Jura. Als eine von vier Frauen unter 350 Studenten. Danach, die Nationalsozialisten waren bereits an der Macht, beantragte ich die Zulassung als Anwältin und eröffnete noch im gleichen Jahr meine Kanzlei. Adam bekam Berufsverbot und von einem Tag auf den anderen war ich für den Unterhalt unserer Familie verantwortlich. Dann kam wieder ein Krieg. Kassel stand in Flammen. Doch wir überlebten. Nach Kriegsende wusste ich, ich will helfen, dieses Land demokratisch wieder aufzubauen. Und ich wollte etwas für die Frauen tun. Oft genug hatte ich bei meiner Arbeit in der Kanzlei erlebt, wie das Familienrecht von 1900 der Gleichberechtigung von Frauen im Weg stand. Meine Chance kam, als ich in den Parlamentarischen Rat berufen wurde. Der Entwurf für Artikel 3, Absatz 2 des neuen Grundgesetzes, für den ich mich einsetzte, war schlicht und mächtig. So mächtig, dass er zweimal abgelehnt wurde. Doch wir kämpften. Nicht ich allein, viele Frauen und meine Partei setzten sich ein und schließlich hatten wir Erfolg. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So steht es heute in unserer deutschen Verfassung. Ich bin Elisabeth Selbert. Ich bin Elisabeth Selbert. Ich bin Elisabeth Selbert. Ich bin Elisabeth Selbert.